alles sofort zu verallgemeinern, stehst, aus allem gleich ein Aspirin zu machen, das dann immer und überall und für alles gelten sollte. Und das ist es halt nicht. Es ist immer auf den Menschen, auf eine Situation, auf den Ort bezogen. Mhm. Gilt für diesen Menschen vielleicht jetzt, hier. Nicht für einen anderen jetzt und hier, nicht für diesen morgen und dort. Mhm. Ja, das heißt, man bräuchte immer einen Lehrer, oder? Was heißt das? In einer gewissen Phase braucht ein Mensch einen Lehrer, nicht immer in einer gewissen Phase. Bis er ausharmonisiert ist und eigenes Verständnis hat, dann kann er alleine weitermachen. Dann muss ihm der Lehrer einen Fußtritt geben. Ein Lehrer ist ein Mensch, der einem eine Strecke bereits gegangen ist, die du zu gehen hast und der dir den Weg weist. Doch, dann nicht den gleichen Weg, aber um ein gleiches Ziel zu erreichen, wirst du den gleichen Umständen ausgesetzt werden müssen. Mhm. Aber unter anderen Bedingungen, weil du ein anderer bist. Aber die Umstände, durch die du durch musst, werden die gleichen sein, aber in einer anderen Form. Mhm. Sonst dürfte sich die Welt ja nie verändern. Mhm. Die Umstände, die man bewältigen muss, um ein gewisses Bewusstsein zu erfalten, sind die gleichen Umstände. Und unter gleichen Umständen sind nicht die gleichen Formen gemeint, sondern die gleichen Inhalte. Mhm. Und um es zu erreichen, muss der Lehrer dafür sorgen, dass du für diese Entfaltung notwendigen Inhalte, Umstände in deinem Leben hast. Und nicht die, die du haben möchtest oder die du glaubst haben zu müssen. Und aus dem Grund ein Mensch für sich es in diesem Bereich nicht machen kann. Er braucht auch nicht von Beginn weg so einen Lehrer. Du brauchst ja auch nicht permanent einen Installateur in der Wohnung sitzen haben, für den Fall, dass eine Wasserleitung kaputt geht. Suche ich Aufmerksamkeit, suche ich keinen Lehrer. Versuche ich irgendein anderes Defizit auszugleichen, das ich nicht in der Lage bin, mein Leben sonst wie zu befriedigen, was aber normales Leben reichen würde, suche ich keinen Lehrer. Suche ich menschliche Gemeinschaft, suche ich keinen Lehrer. Suche ich jemanden, der mich bestätigt, suche ich keinen Lehrer. Und er wird nicht so ausschauen, wie du es dir vorstellst, solange du ja noch keinen brauchst. Mhm. Weil er wird nicht deine Erwartungen erfüllen. Er ist nicht dazu da, deine Erwartungen zu erfüllen. In der Form. Er wird deine Erwartungen, die du gar nicht hast, die notwendig sind, er wird die wieder erfüllen. Also nochmal, man kann das Denkzentrum entkonditionieren, das Gefühlzentrum entkonditionieren und das Bewegungszentrum entkonditionieren. Bis zu einem gewissen Grad musst du auch auf allen drei Ebenen gleichzeitig interagieren, weil es ist ja nicht nur das Denkzentrum, es ist immer ein bisschen Bewegungszentrum mit drin, ein bisschen Gefühlszentrum, aber nicht ausgewogen. Und du wirst eine Konditionierung nicht lösen werden, indem du sie über ein Zentrum bearbeitest. Du musst sie in dem Ausmaß bearbeiten, wie sie mit den verschiedenen Zentren verwoben sind. Und entkonditionieren heißt ja wieder nicht, dass du dann tust, was du willst, sondern dass du das tust, was deinem Wesen entspricht, dem menschlichen Wesen, unter den Bedingungen, unter denen es ist. Der menschliche Körper ist so gebaut, dass er sich auf eine mögliche Art bestmöglich in dieser Gravitation der Erde bewegen kann. Kann er sich so bewegen, würde er dabei nicht krank werden, hätte keinen Verschleiß, es kann ihm ein Unfall passieren, das ist was anderes, aber das wird sich eben wieder regenerieren durch diese Bewegung. Er bräuchte keinen Sport, er braucht all das nicht. All das deutet darauf hin, dass er nicht das ist, was er sein sollte. Neigung meine ich, wenn ich genau in dem Moment etwas nicht tun möchte und was anderes sehr gut tun möchte, dass der Mensch dann immer das tut, wozu er neigt. Wenn er rot verabscheut, wird er nie was Rotes tragen. Vielleicht sollte er was Rotes tragen. Weil es gerade der jetzigen Gefühlssituation. Nein, nicht seiner Gefühlssituation, damit, dass er immer das tut, was er schon immer tut, wozu er neigt, was ihm angenehm ist, wie sollte sich etwas verändern? Das heißt, dass alles, so wie er ist, passt. Wenn ich dauernd an meinem Schreibtisch sitze und nur gewohnt bin, sowas zu machen und meine Schaufel in die Hand drücke und sage, grab ein Loch im Garten, werde ich sagen, das ist unter meiner Würde. Ist es nicht. Weil in diesem Nicht-Tun ist meistens eine Wertung mit drin. Eine Abwertung von Menschen, die das tun oder in sich anders werten, in sich anders identifizieren. Und vielleicht eine Konditionierung, Identifizierung nur aufzulösen ist, indem man sich klar macht, dass man das auch genauso sein könnte. Und das andere in Wirklichkeit auch nicht ist. Dass der Mensch in letzter Konsequenz nichts wirklich
ist, sondern alles nur ein Hilfsinstrumentarium, ein Werkzeug ist, um irgendwo anders hinzukommen. Alles ist nur ein Segelboot.